Komponist und Jahresregent Heinrich Schütz steht im Zentrum unseres nächsten Konzertes am Samstag, dem 19. November in der Evangelischen Kirche St. Pölten. Unser Ensemble heißt Vocaphonia, wir sind zu viert. Wir singen die 12 geistlichen Gesänge von Heinrich Schütz. Diese 12 Gesänge sind eigentlich nicht von Schütz als Zyklus komponiert worden, sondern erst vom Leiter der Hofkapelle in Dresden, Christoph Kittel, zusammengestellt worden. Er schreibt in seinem Vorwort zum Druck 1657, dass er mehrere Stücke von Schütz gefunden hat, die alle vierstimmig sind, die alle sehr gut geeignet sind, um mit den Chorknaben an der Hofkapelle in Dresden zu arbeiten und die alle eine Möglichkeit für den gottesdienstlichen Gebrauch bieten. Diese 12 Stücke beginnen mit einem Kyrie und einem Gloria. Es gibt ein Glaubensbekenntnis. Es kommen die Einsetzungsworte zum Abendmahl, ein Vater Unser. Es kommt ein Danklied. Und dazu kommen Stücke, die vielleicht auch für das private Beten möglich gewesen wären. Es gibt ein Stück, das bekannt geworden ist: Alle Augen warten auf dich, Herre. Wir freuen uns schon sehr auf dieses spezielle Konzert, wo neben dieser interessanten Vokalmusik auch unsere Orgel erklingen wird.